Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Bluetooth-Box im Pixel-Design. So, die müssen wir auch ohne auspacken. Die ist hier, hat auch noch hier die Folie drumherum. Nicht, dass das ein bisschen zu viel ist wegen dem Lautsprecher. Vorne würde ich sie gerne drauf lassen. Wegen Schonen und so. Ich habe mir jetzt schon die App runtergeladen, die heißt Divom Smart heißt die. Da muss man sich anmelden, man kann es auch überspringen, habe ich jetzt nicht gemacht. Und die sieht dann so aus. Ja, dann Passwort und also E-Mail-Adresse, Passwort. Und dann kann man halt aussuchen, wie man sich da anmelden möchte. Ich habe es versucht mit Facebook. Facebook sagt mir aber, die App ist noch in der Beta-Phase oder das alles ist in der Beta-Phase und wird noch nicht von Facebook unterstützt. Habe ich Twitter genommen, damit ging es dann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also hier können wir uns jetzt Sachen angucken. Hier gibt es auch einen Haufen. Oh ja, das wollen wir haben. Simpsons, auf jeden Fall. Teilen. So. Wir können hier unser eigenes Design machen, Uhrzeit, alles. Wir haben hier auch Wetter mit drin in der App. Also ich bin da gerade perplex, was hier alles drin ist. Design. Wir können auch unser eigenes Design machen. Animation. Haben wir auch zur Auswahl. Musik. Hitradio. Was ist denn das hier? Ach, wir haben hier so ja Radio mit drin hier in der App. Ist ja geil. Antenne Bayern. Lokales Audio. Bestätigen. Getrennt wird erneut verbinden. Ach so, wir haben auch hier irgendwie eine Möglichkeit, eine SD-Karte drin zu machen oder so. Weil da steht SD-Karte. So, wir machen das uns jetzt erstmal hier an. Und dafür drücken wir jetzt einfach mal. War das der Knopf? Ja, jetzt müssen wir denn doch mal nachlesen, was hier der An- und Aus-Knopf ist. Ach Mensch, ey. Lautstärke zu erhöhen, drücken Musik, drücken Timer, Sender wechseln. Also 6 ist das, um eine Audioquelle auszuwählen, drücken. Batterie gedrückt halten, ein aus, okay. Also der große Knopf ist für An und Aus. Aber so wie es aussieht, ist der Akku alle. Ach, hier hinten. Haben wir noch. Ach, da ist An und Aus, okay. Und da haben wir auch die Möglichkeit, eine SD-Karte reinzumachen. Das habe ich ja nicht gesehen. Ich habe gedacht, das ist ein Style-Element. Aber nein. Und da wurde uns gerade der Akku angezeigt, beziehungsweise jetzt die Uhr. Ach, und hier können wir so durchblättern. Ich werde euch mal ein Stück nach unten machen, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt und euch ein Stück ranzoomen. Damit ihr seht, was ich mache. Ich drehe jetzt einfach.
Also sieht optisch, muss ich wirklich sagen, optisch sieht das richtig geil aus. Das sieht auch gut aus. Auch die Farben sind schön. Aber mit der Uhr finde ich auch ganz gut. Ich mache jetzt denn doch mal die Folie ab, damit wir uns das mal angucken können. Finde ich gut. So. Zehn Minuten off. Nachrichten. Ah, okay. Test. Ach, der hat aufgenommen jetzt. Ah, okay. Okay, gut, aufgenommen. Oh, da ist ja so viel Zeug mit bei. Also das hätte ich jetzt. Ich habe gedacht, das ist einfach nur ein Bluetooth-Lautsprecher mit ein bisschen Lichtfirlefanz oder so. Aber nein. So, jetzt muss ich noch mal Simpsons suchen. Da. Und das will ich aufs Gerät machen. Ach so, ich muss ja erstmal die App damit verbinden. Bin ich doof. Plus. Design, Animation, LED-Editor. Text eingeben. Ich. Odins-Test. Ach so, der hat ja Facebook, genau. Also, der hat von Facebook hat praktisch Odins-Test. Facebook, Instagram, nee, Telegram. Nee, Twitter, Mensch. Ach. Einstellung, Konto. LED-Einstellungen. Ah, hier kann man Fahrenheit oder Celsius einstellen. Das lokale Startbild können wir uns einschalten. Die Helligkeit können wir einschalten. Energiesparmodus. Sprachbefehle. Also wir können so ja damit, ist ja geil. Schütteln, Musiktitel anzeigen, 24 Stunden anzeigen. So. Gerät. Jetzt sucht er nach Gerät. Hat er jetzt auch Bluetooth automatisch angemacht eigentlich? Ja, hat er angemacht. Und jetzt sucht er. Seht ihr das? In der Software nach einem Gerät. Dafür muss ich aber natürlich hier unten erstmal. Oder wartet hier? Wartet mal, ich muss mal das in der Hand nehmen, das macht sich besser. So, jetzt machen wir das hier wieder schön hell. Ah, jetzt haben wir Bluetooth.
Da leuchtet auch das Bluetooth-Zeichen. So. Machen wir mal abbrechen. Dann nochmal Bluetooth an. So, verbinden. Jetzt ist er verbunden. Okay, Update. So, jetzt müssen wir kurz warten. Der hat mir nämlich jetzt gleich, die App hat mir gleich gesagt, für den besteht jetzt ein Update. Also es ist ein Update zur Verfügung, ob ich das machen möchte. Und da habe ich gedacht, natürlich machen wir das dann gleich mal, um zu gucken, wie schnell das ist. Hier seht ihr das in der App. Also dafür braucht ihr diese App, die ist auch gratis, die könnt ihr euch gratis runterladen. Und hier haben wir dann halt auch diese typische Update-Zeichen eingeblendet mit dem Pfeil nach unten, der so ja animiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass es so ein bisschen dunkelblau ist. Wartet mal. Also, seht ihr das? Ja, jetzt seht ihr das. Ganz schwach seht ihr das. Also das sieht hier, in echt sieht das besser aus. Also das, was hier so runter geht, das seht ihr ganz schwach, aber das sieht, wenn man hier rauf guckt, mehr aus. Also man sieht es besser. Das sind halt zwei verschiedene Blautöne. Das, was hier runter geht, wird halt ein bisschen kräftiger dargestellt und das wandert dann halt nach unten. Und dann geht es so nach außen. So, wir sind jetzt bei 79%. Ich packe mal schon mal hier die ganzen Sachen weg hier. Ja, alleine die Uhr und die Spielereien, was man machen kann, da würde ich das mit meinem PC mit Bluetooth verbinden oder mit einem USB-Kabel. Und dann kann ich mir hier anzeigen lassen, ich habe eine Nachricht oder ja gut, das würde sich halt gut machen. Also hat er neu gestartet. Dass ich das per Bluetooth verbinde und dann wird mir angezeigt, welche Nachricht habe. So, was haben wir denn hier Schönes? Speichern. Ach, da gibt es sogar mehrere. Gibt es den Trimo, den Dito, TTV. Was habe ich? Ich habe Tivo Max habe ich. Da ist er, glaube ich. Also die haben hier verschiedene, das wusste ich gar nicht. So, das kann ich euch mal zeigen. Also in der oberen Reihe seht ihr praktisch die anderen. Das wusste ich auch nicht, dass es da so viele gibt. In verschiedenen Designs. Mini und halt, wir haben den Max. So. Jetzt habe ich mich damit verbunden. Das steht jetzt da oben drin. Und dann gehen wir hier das Haussymbol. Und wir wollen jetzt, was haben wir denn bei Chat? Buddy hinzufügen. Konto. Mausi, geh doch mal bitte runter. Du hast hier oben nichts zu suchen jetzt. Also wir können hier so ja chatten irgendwie. Tools. Terminplaner. Speichern. Stoppuhr. Ah, da geht gleich die Stoppuhr an. Und macht da auch, wenn ich den Start drücke? Ja, da geht er unten. Und Stopp. Und Start. Und Stopp und Rücksetzen. Speichern. Cool. Was haben wir denn noch? Kalender haben wir noch. Ah, da waren wir ja gerade drin. Nee, Terminplan waren wir. Countdown-Zähler. Sitze. Achso, da können wir hier was einstellen. Dann zählt er rückwärts. Anzeigetafel. Das ist ja geil, wenn man spielt, kann man halt
sagen, wer wie viele Punkte hat, ist ja auch cool. So. Geräuschmesser. Oh, das ist geil. Der misst jetzt praktisch die Geräusche, also wie viel Dezibel ist. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es vom Handy ist oder von hier. Ich denke mal. Puh! Ja, vom Handy. Also wenn ich das Handy jetzt hier, den Lautsprecher, der ist hier unten, also der Mikrofon ist hier unten, da. Und wenn ich da jetzt hier so gegenklatsche, da seht ihr, dass das da hochgeht. Wenn ich hier mache, oh doch, der ist auch einer eingebaut. Ja, das ist definitiv hier. Also hier ist ein Mikrofon eingebaut, so wie das, Quatsch, ein Geräuschmesser eingebaut. Also muss ja mit einem Mikrofon sein. So, Stopp. Spiel. Leck mich am Arsch, echt? Du hast jetzt hier Tetris drin? Ist ja geil. Go, 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 go. Ja. Kann ich das? Achso, ich muss, bin hier noch drin. Ein Würfelspiel. Dem Do it. Tu es. Das ist doch dieser magische Würfel, wenn ihr wisst, was ich meine, diesen schwarzen. Way hot. Ja. So, was haben wir noch? Astro. Macht der das alleine? Wartet mal, da gucken wir einfach mal. Ach, ich kann das selber steuern. Ist ja geil. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht vernünftig hier. Ist ja geil. Spielen wir mal eine Runde Tetris. Mausi weg. Ja, Mausi will auch Tetris spielen. Oh. Na, ich habe aus Versehen getrennt. Ich habe gedacht, da kann ich dann schnell machen. So, das wollte ich aber noch testen. Ah, da steuere ich auch hier mit. Es ist aber cool gemacht, ey, wirklich, muss man sagen. So, dann gehen wir mal bei Spiele raus. So, was haben wir denn hier im Mixen? Hier ist so viel Zeug drin, ne? Das mache ich übrigens selber gerade. Zweiter Versuch und hört sich gut an. Selber gemacht. Kann ich euch zeigen, wenn ihr das nachmachen wollt. Habe ich auf B und das habe ich aktiviert. Also praktisch da, erste Zeile, zweite Zeile, also erstes Feld, zweite Zeile, erste.
Taste. Dann hier unten in der Mitte. Da habe ich jetzt in der Mitte hoch, links, rechts, rechts, hier nichts und hier nichts. Das hört sich gut an, das muss ich speichern. Jetzt habe ich es verkackt, schade. Aber der Klang ist auch sehr gut. Also vom Klang her hat sich das gut angehört. So, Sprachmitteilung zulassen. Aufzeichnung. Das ist dein Test. Das ist ein Test. Will er nicht. Ich mache mal ein bisschen leiser. Da ist nämlich, achso, hier haben wir noch intelligenter Weckruf, LED-Editor. So, haben wir das. Einen Text haben wir. Wir haben Color. Text. Dann Text. Den würde ich jetzt gerne Layout. Effekte. Farben. Und Play. So, das ist jetzt nur mal so auf die Schnelle gemacht. Odins Tests. Wir können das jetzt natürlich hier durch die Balken jetzt hier noch die Schrift verschnellern. Also wir können die aber auch verlangsamen. Und die Brightness. So. Wir können auch hier die verschiedenen. Seht ihr die Hintergründe? Die ändern sich hier. Obwohl, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Da muss man echt gucken, was man da einstellt. Auf Fire ist auch cool. So. Dann haben wir Hintergrund. Können wir jetzt zum Beispiel. Nehmen wir mal sowas hier: Schwarz-Weiß. Also die Schriftzeichen waren schon drinne. So, Chat. Chat haben wir noch nicht. Mixer. Musik. Schlafen. Ja, da können wir jetzt hier zum Beispiel 10 Minuten. Höhle. Oder hier Feuer. Meditieren, Spieluhr, mehreres, Sommerabend, Mitternacht, Musik. Oh, hier, was ist denn hier alles drinne? Ein Rausch. Rauschstörung oder sowas. Ich kann es kaum lesen durch die. Durch den Wasserfall, durch das Bild, was da ist. Oh, das wäre was für meine Tochter.
Boah, wie krass, was ist denn da alles drinne? Donner haben wir auch noch. Also ich kann jetzt nicht alles durchnehmen. Also da ist ein Haufen Zeug mit drinne. So, dann haben wir Animation. Was haben wir hier? Was soll das sein? Achso, das habe ich jetzt selber gemacht. Achso, ist ja geil. So, wir können jetzt, ich nehme mal rot und wir fangen mal in der Mitte an. So. Da können wir uns jetzt hier. Nee, das nicht. So. 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 Jetzt haben wir ein O gemacht oder eine 0, je nachdem, wie man das will. Und wenn ich jetzt auf weiter drücke, nee, warte mal, ja, einen Haken mache. Dann kann ich das jetzt aktivieren. Oder? Hat das mal? Wo machen wir das jetzt hier zu Play? Play. Test ein, Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test. Das geht, okay. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test. Aber der macht hier nicht die Animation rein. Ach so, ich muss dann für jedes Einzelnes machen, okay. Hier seht ihr gerade, dass da was passiert. Das ist Marge Simpson. Und ich sehe gerade, ich habe mich verirrt. Wenn man das selber macht, muss man das in jedem Feld was Neues eintragen. Und dann wird es zur Animation zusammengelegt. Das ist aber cool. Gut zu wissen. So, dann haben wir noch ein. Das hatten wir schon. Dann hat man noch ein Designing. Das hatten wir auch schon. Animationen. So, gehen wir mal raus hier. Hoppala. Ach, man kann das sogar zur Verfügung stellen. Hier sind sogar Sachen drin von anderen Usern, die sie uns zur Verfügung stellen. Boah, wie geil ist das denn? Das will ich haben. So. Du bist wie ein uraltes Edding-Tag. Ich krieg dich weg. Du kommst immer neu zurück. Leberfleck, hab dich schon weggeputzt. Mich komplett verschmutzt. Ich bau alles Neue um dich rum. Also das ist eigentlich hier Sonic, der Schwarze. Ich habe jetzt, ich suche gerade noch, ja, warte, Moment. Ich habe ja auch keinen Bock, hier einen Strike zu kriegen wegen meiner Musik. Ich nehme jetzt einfach mal Odin Master. Wir können es jetzt hier drinnen auch leiser machen und laut machen.
Das God of War gewesen, das habe ich mich auch drauf. Wir müssen aber jetzt das erstmal noch machen. So, wir können jetzt die Animation natürlich hier wieder ändern. Also, jetzt können wir hier das... Oh, ist ja auch cool. Können an- und ausschalten. Blau, ich liebe Blau, ich nehme Blau. So. Aber so wie ihr das hier sehen habt, hier, so, zum Beispiel jetzt, ich habe hier Simpsons angeklickt. Und das passiert. Ja. Und hier war nämlich auch Sonic. Oh, wir haben auch Huma. Huma ist natürlich noch ein Stück cooler. Oder hier Nebula von Pokémon. Das müsste der Hausmeister sein von Futurama. Und hier war halt auch Sonic mit bei. Oh, das ist geil. Das ist geil, Totenkopf. So, und wenn ich jetzt hier aber... Ich muss mal hier leiser machen. Ich habe keinen Bock, dass es Content-ID gibt. So, und hier war nämlich auch... das mit dem Sonic mit bei. Den habe ich ja auch hier her. Der sollte auch animiert sein, aber wurde mir eben komischerweise nicht animiert angezeigt. Auch hier so, hier hat es auch nicht so animiert, das war halt nur ein Bild, habe ich euch gezeigt. So, lokale Musik. Dann suchen wir mal uns was Neues aus. Der Ruf allen Übels, das ist von Nemesis. Da habe ich die Erlaubnis, da kann ich ruhig auch was lauter machen. Und da passt es doch mit dem Totenkopf, oder nicht? Und hier kann man natürlich auch, wie ihr seht, ich gehe mal von hinten rum. So, dass ihr das so ein bisschen besser seht. Können wir natürlich hier auch die Animation durch Drehen am Rad ändern. Das ist eine Uhr, da bewegt sich jetzt nur der Zeiger, denn je nachdem wie die Uhrzeit ist. Das ist der Sonic. Der ist nicht animiert. Das passt ja auch. Das mit den Punkten, das sieht komisch aus, aber gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Der geht auch ganz schnell, der reagiert auch echt schnell. Und hier kann man dann halt auch die Farben ändern mit draufdrücken. Oh, das ist auch cool. Also ich finde, das hat was. Das gefällt mir. Also es soll eigentlich 19.12 Uhr sein. Das ist eine 7 und eine 1. Aber dafür sind die ein bisschen dicht zusammen. Die 2, die hätte hier noch ein Feld weiter nach hinten. Die 1 auch noch ein Feld weiter, dass hier einmal ein Feldlücke ist. Also das finde ich ein bisschen, das ist halt hier und hier ein Punkt. Hier hätte praktisch noch ein Freiraum sein müssen. Das finde ich ein bisschen sehr eng.
aber hat was. So, suchen wir uns mal was anderes aus. Ja, das hat doch auch was. Beim Musik. Ah, jetzt ist es ein bisschen animiert, oder? Kann man es jetzt ein bisschen erkennen? Da, zack, rennt vorbei. Ah, Entschuldigung, ich bin hochgekommen. Und mit dem Chat, das muss ich noch gucken, wie das funktioniert. So. Also das muss ich noch gucken, wie das funktioniert. So, jetzt gucken wir mal, jetzt schalten wir das mal aus. Also ich brauche das gar nicht abmachen, ich kann nur so ausmachen. Und dann geht natürlich gleich mein Handy an. Und nichts gelernt. So, also finde ich jetzt, vom Optischen sieht's geil aus. Also kann ich echt nicht anders sagen. Ich habe eher gedacht, dass so die LED-Beleuchtung, dass die ein bisschen verschwimmt oder nicht blau, nicht richtig kräftig, bis komplett das Viereck blau ist, sondern nur eine Mitte und dann wird es dünner nach außen oder so. Aber dass das so gut läuft mit den Übergängen und dass das auch die Bilder so gut rüberkommen, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Bin ich auch ehrlich. Aber es sieht geil aus. Ich muss gucken. Das muss ich irgendwie bei meinem Schreibtisch irgendwie noch unterbringen. Das sieht voll geil aus. Und wenn der mir jetzt auch ansagen kann, Alter, du hast eine Nachricht, dann ist das geil. Da muss ich nur noch gucken, wie ich das, die verschiedenen Chatdienste damit verbinden kann und ob das funktioniert. Und wenn er dann sagt, hier, du hast eine Nachricht, dass ich hier dann die Uhr habe und dann sagt er mir, du, wenn ich eine Nachricht habe, dann auf einmal so ein Nachrichtensymbol aufbloppt oder so. Das wäre richtig geil. Muss ich nur noch einen Platz finden, wo ich das hinstelle beim PC, dass man das auch vernünftig sieht. Also ihr nicht, ich sehe, wenn ich dann eine Nachricht habe, wenn meine Frau zum Beispiel gerade was hat und ich dann hoch soll zu klären oder so, dann wäre das schon mal für mich sehr sinnvoll. So. Ich werde das jetzt erstmal weiter testen. Ich gebe dann später noch ein Feedback. Ich werde auch noch zur Roboterbox, werde ich auch noch ein Feedback geben. Die habe ich jetzt eine ganze Weile benutzt. Daumen hoch kann ich schon mal sagen, aber da mache ich nochmal ein separates Video zu. Ich verabschiede mich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Hier ist wirklich viel drin. Ja, ich habe nicht vorbereitet. Es ist mein erstes Benutzen. So mache ich die Videos immer. Immer das erste Mal. Beim Fazitvideo kann ich dann natürlich mehr dazu sagen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Wenn es, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ahoi, sagt euer Odin.